Hi und herzlich willkommen zu der nun dritten Ausgabe meiner Founders Lessons Learned Videoserie. Heute mit Erik Potzowait von Scalable Capital. Hi Erik. Hi. Kurz bevor wir mehr von dir erfahren, eine Minute noch quasi zum Videoformat. Ich werde erst jetzt eben kurz das Videoformat vorstellen, dann hat Erik eine Minute, wo du was über eure Company erzählen kannst. 5 Minuten zu deinen größten Learnings, 2 Minuten für deinen größten Wow-Moment und 1 Minute, die wir noch als Puffer haben. Doch bevor wir zu dir kommen, wir haben uns beim ersten Mal kennengelernt bei der Bits & Pretzels, wo du damals für Delia Fischer eingesprungen bist, für Westwing. Mittlerweile hast du ein eigenes Startup gegründet. Ich würde mal sagen, auch so ein bisschen ein Hidden Champion in München. Erzähl doch mal, was ihr macht und ja, ein paar Details zu eurer Company. Ja, gerne. Also danke, Andi, dass ich heute hier sein darf. Gerne. Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter. Das heißt, wir verwalten das Geld unserer Kunden mit Technologie. Mhm. Was das ganz konkret heißt, ist, wir erstellen mit einer Software ETF-Portfolien. ETFs sind so ganz, ganz kostengünstige Anlageinstrumente, mit denen man so ein breites Weltportfolio darstellen kann, und überwachen die Portfolien dann fortlaufend mit einer, mit so einer Risikomanagement-Technologie. Mhm. Das kommt ganz gut an. Also wir sind ja 3 Jahre alt, Firma hat vor 2 Jahren dann das Kundengeschäft aufgenommen, verwalten jetzt über 600 Millionen für Privatinvestoren. Wahnsinn. Und sind in 4 Ländern, Großbritannien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Mhm. Und ja, also bisher ganz gut angelaufen. Nicht schlecht. 5 Minuten für deine größten Learnings. Ja, die größten Learnings. Also ein Learning ist, dass wenn man ein großes Business aufbauen will, ja, was sehr viele Kunden angeht, also wirklich einen breiten Markt, muss man mit der Nische starten. Mhm. Und das hört sich ein bisschen paradox an. Mhm. Aber warum ist das so? Wenn du von Anfang an versuchst, auf ein breites Publikum zu gehen, also wirklich sozusagen jeden anzusprechen, jeden glücklich zu machen, bist du überhaupt nicht differenzierbar. Mhm. Weil in deiner Industrie gibt es ja schon Player. Bei uns sind es Banken und Versicherungen hauptsächlich. Ja. Und deswegen musst du dir ein bestimmtes Zielpublikum raussuchen und wirklich nur auf das zielen. Ja, nur auf das zielen. Bei uns sind es, also die ersten 10.000 Kunden bei uns, waren eigentlich rein aus einer Nische. Und zwar, das waren studierte Informatiker, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler. Und sehr viele auch Banker. Mhm. Warum? Weil die kapieren am schnellsten, worum es geht. Mhm. Und dadurch kannst du am schnellsten Erfolg vorweisen. Wenn du schnellsten Erfolg vorweisen kannst, insbesondere zu attraktiven Unit Economics, zu attraktiven Kundenakquisekosten, dann kannst du auch bei deinen Investoren eine zweite gute Finanzierungsrunde bekommen. Mhm. Und noch ganz, ganz wichtig, die Zielkundschaft, die wir haben, uns ausgesucht haben, die gilt in ihrem sozialen Umfeld als die smarten Entscheidungsfäller, als die smarten Decision Maker. Und dadurch konnten wir sozusagen durch die Weiterempfehlung dieser Leute, dadurch kommen wir an eine breitere Kundschaft. Okay. Breitere Kundschaft vom ersten Tag anzusprechen, ist einfach ultra schwer und vor allem ultra teuer. Ja. Ein zweites Learning ist, das mag sich jetzt, das mag sich ja fast schon sarkastisch anhören für eine Firma, die sich Scalable Capital nennt, ja? Man muss am Anfang die Sachen machen, die nicht skalieren. Mhm. Ja, gibt sogar in der Startup-Literatur Artikel zu. Ja? Okay. Do the things that don't scale. Von Y Combinator. Genau, richtig. Genau, Y Combinator, ein guter Artikel. Und zwar, um auf die ersten 100 und auf die ersten 1000 Kunden zu kommen, also die erste Masse, die dich dann überhaupt auch mal weiterempfehlen kann, die so ein bisschen einfach ein Grundrauschen schafft, die musst du irgendwie auch händisch kriegen. Ja? Natürlich machst du flankierend auch Marketing, Performance-Marketing, die ganzen Sachen, die man lernt und die du da hinten natürlich brauchst, um ein Business groß zu kriegen. Aber es führt meiner Meinung nach fast nichts dran vorbei, am Anfang wirklich fast händische Sales zu machen. Ne? Und da gibt es die großen Beispiele. Also die Airbnb-Gründer sind wirklich von Tür zu Tür gegangen, haben da in San Francisco bei den Leuten angeklopft, gesagt, pass auf, hier kommt eine Messe, hast du einen Raum, den du für, was weiß ich, $50 vermieten willst. Wir haben da eine tolle Plattform, wir machen auch gleich ein Foto. Und wir haben was Analoges gemacht. Wir sind wirklich in Städten, also wir haben beim Hotel einen Raum gemietet, sind in Unternehmen rein, sind in Wirtschaftsverbände rein und haben da einfach selber, also ich oder mit unserem Mitgründer, dem Professor Mitnick, so Abendvorträge gezeigt, ne? Gesagt, warum so Software Klinkenputzen. Ja, wirklich Klinkenputzen. Ja, und das, wie gesagt, das hört sich albern an für Scalable, so nennen wir uns als Firma und machen dann sowas. Aber das war, glaube ich, ein ganz großer Erfolgsschnitt, wo wir dann sozusagen
schneller auf die ersten 100 Millionen an Assets under Management mal gekommen sind. Mhm. Wenn du das mal hast, dann entwickelt sich das so weiter. Mhm. Ne? Weil du brauchst Kunden, um Kunden reinzuziehen. Klar. Keiner hat Lust, in einem leeren Restaurant zu sitzen. Halt, ne? Ja, richtig. Ja. Und da haben wir drauf gesetzt und das hat sich auch bewahrheitet. Ja, und die dritte Komponente, jetzt mal abseits der Firmenstrategie, mhm. ist Umgang mit Mitarbeitern. Ne? Mhm. Weil jeder denkt ja immer von sich, er ist ein toller Manager, dachte ich auch. Und dann, wenn du wirklich mal Management machen musst, siehst du, das ist super schwer. Und ein riesen Learning, was ich da gemacht habe, ist, man kann und sollte Leute nicht zu dem zwingen, für was sie eigentlich nicht gemacht sind. Mhm. Damit meine ich nicht, dass man Mitarbeiter nicht weiterentwickeln, nicht trainieren kann, gar nicht, sondern jeder hat dann doch eine bestimmte Stärke und bestimmte Schwäche. Und man muss einfach auf den Job, ja, auf dem Job eingesetzt werden und sich auch selber einsetzen, wo die ganz klaren Stärken liegen. Ja? Und das habe ich eine ganze Zeit lang nicht kapiert. Und dann hast du Leute, was weiß ich, die, du willst diesen Sales-Job machen und für Sales musst du einfach geboren sein. Ja, du kannst auch noch ganz viele Tricks lernen, aber das muss einfach Bock drauf haben, jeden Tag 20, 30 Kunden anzurufen. Und wenn du das nicht in dir hast, dann kannst du das nicht. Du wirst zumindest nie glücklich damit. Ja. Und wenn nicht glücklich wirst, dann macht das alles keinen Sinn. Und da halt schneller zu erkennen, also man sagt, im Startup-Bereich gibt es ja diesen Begriff Product-Market-Fit. Mhm. Und ich glaube, das gibt es bei Menschen genauso, diesen Skillset-Job-Fit. Ja. Ja, und das ist für mich jetzt als Manager, Unternehmer eine wichtige Erkenntnis gewesen. Gleichzeitig auch, ich sage dazu einfach mal Passion. Wenn das jemand als Passion hat oder seine Passion gefunden hat, dann kann er richtig gut werden. Absolut. War auch eines meiner größten Learnings. 2 Minuten für deinen größten Wow-Moment. Der größte Wow-Moment. Ich habe, vielleicht darf ich in den 2 Minuten noch 2 Wow-Momente. Der eine Wow-Moment, der war schon ganz am Anfang. Und zwar, man startet ja, und am Anfang waren wir eigentlich ein reiner Softwareladen, haben ja, Entwicklung betrieben. Und immer mit der Idee, ja, mit dieser Hypothese, dass das finden Kunden schon cool. Dann hast du aber trotzdem schlaflose Nächte und sagst, Mann, hoffentlich wird das aufgenommen. Und als wir dann ganz am Anfang gestartet sind, wir hatten am Anfang noch so eine Warteliste, auf die sich Kunden eingetragen haben. Dann haben wir den E-Mails zugeschickt, wenn sie sozusagen nach und nach freigeschaltet wurden. Und da haben dann wirklich wildfremde Leute, die weder uns kennen, noch Bekannte von Bekannten sind, sondern die einfach irgendwie von dem Konzept online gelesen haben, die haben uns da Geld zur Verwaltung gegeben. Und das halt in einem Bereich, wir sind ja in einem Business, wo du ein Höchstmaß an Vertrauen brauchst, bevor du jemandem dein Geld zum Verwalten gibst. Ja? Und da wusste ich relativ am Anfang schon, das ist ein gutes Zeichen, das wird was. Und der zweite Wow-Moment war eigentlich letztes Jahr, das war unser Wow-Jahr, wenn man so sagen kann. Da haben wir 3 ganz wichtige Milestones gehabt. Wir haben Siemens als Partner gewonnen, die uns als der Online-ETF-Vermögensverwalter an ihre Mitarbeiter empfehlen. Ja, Mitarbeiter und Familien, also fast 250.000 Leute in Deutschland. Sehr cool. Dann ist BlackRock bei uns eingestiegen. Und und dann ganz jetzt im Herbst ist die ING DiBa, drittgrößte Bank mit 9 Millionen Kunden, unser Partner und vertreibt uns an ihre Kunden. Und das war für uns schon ein gigantischer Durchbruch. Okay, cool, krass. Vielen Dank für deine Zeit, Erik, für die tollen Insights. Ja. Ich habe jetzt auch gehört, die Klingel hat gerade rausgeschmissen. Das weiß ich quasi genau, ich muss kurz runterrennen. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt viel wieder heute gelernt. Kommentiert einfach auch gerne, wenn ihr Fragen an Erik habt. Wenn ihr Tipps habt, Verbesserungen, was auch immer. Ich freue mich über jedes Kommentar und über jeden Like und Share. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.